Was sagt denn unsere liebe Truhe dazu? Wir schnappen uns mal die Banane und geben sie dem Bibliothekar. Mal gucken, was passiert. Bitte entschuldige, werter Herr. Könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Alles eine Frage der Erpressung. Tada! Applaus, Applaus! Wuhu! Das funktioniert nicht. Ja, okay, ich muss es anscheinend. Bei Fuß! Bei Fuß, hab ich gesagt. Brav! Das Ding stinkt nach... was weiß ich. Lieber Himmel, was hast du da drin? Warum ist alles klebrig? Oh nein, ich möchte es gar nicht wissen. Wo verstaust du den ganzen Kram? Ups. Das Ding stinkt nach... Ja, okay. Warum ist... wir haben das Buch. Das bedeutet, wir können zum Erzkanzler. Hooray! Nein, ich will nicht wieder in die Bibliothek. Rätsel gelöst? Fragezeichen. Jetzt hast du das Buch, lieber Erzkanzler. Können wir jetzt wieder unserer Studie des Bettes frönen? Ach, da ist doch die Truhe. Komm mal her, gib mal das Buch. Da. Ausgezeichnet! Braver Junge Bremswind! Rinswinter! Aha! Jetzt haben wir die Formel für Recoglimentos nie versagenden Drachenhortfinder. Damit können wir das Biest finden und es wie ein Gnu fangen. Was? Wie eine Ratte, meinst du? Ja, vielleicht. Das wäre sicher einfacher. Hast einen guten Sinn für die Realität. Das mag ich bei einem Zauberer. Geh jetzt und hol die benötigten Dinge. Ich werde deine Dienste vor dem Bewilligungsausschuss zur Sprache bringen, wenn es darum geht, über deine Studienbeihilfe fürs nächste Jahr zu entscheiden. Vielleicht kürzen wir sie nur um die Hälfte. Habe ich jemals meinen Wunsch erwähnt, ein Jack zu sein, Herr? Das lässt sich arrangieren, Rinswind. Wende dich an den Bibliothekar. Mach dich jetzt endlich auf den Weg. Wir brauchen einen Stab stürmischer Thermaturgie. Eine Spirale unfehlbarer Induktionen. Ein kleines Wesen mit schwachen Nerven. Und einen Behälter aus dem stärksten eisenhaltigen Metall. Oh, das ist alles? Nun, darüber hinaus ist ein Atemhauch des fraglichen Wesens notwendig. Drachenodem. Ja, gibt's dabei irgendwelche Probleme? Nein, überhaupt keine. Nun steh nicht einfach so da. Brich sofort auf! Drachenodem. Ernsthaft? Wir müssen uns dem Biest stellen, um seinen Hort zu finden? Was? Was? Oh Mann, wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, kriegen wir den Stab hier hinten. Vielleicht können wir einfach mal nachfragen. Windel, was sagst du denn? Hä? Ein Mädchen? Ich bin... Und warum? Es ist kein... Nein, anscheinend nicht. Das scheint mir eine... aber wir haben einen Besen, den wir vielleicht ersetzen können mit dem Stab. Dun. Oh. Okay, das war einfach. Oh, es passiert gar nichts mehr. Schade. Ja, zumindest haben wir jetzt die Umgebung etwas sicherer gemacht. Man kann jetzt hier herumlaufen, ohne dass irgendwas Bösartiges passiert. Das ist sehr, sehr gut. In der Küche hat sich da irgendwas getan? Ich glaube ja nicht dran. Aber weiß ja... Bananen? Moment. Ich dachte immer, dass Bananen ein gesünder wirkendes Gelb präsentieren. Wir haben schon wieder eine Banane bekommen. Interessant. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Mit dieser Banane. Keine Ahnung. Ich glaube, wir gehen erstmal raus. Hier dürfen wir erstmal nichts mehr haben. Ach. Die gute alte UU. Ich frage mich, warum sie so hohe Mauern hat. Damit nichts hineingelangt? Oder soll verhindert werden, dass etwas aus ihr entkommt? Das ist eigentlich eine gute Frage. Wahrscheinlich beides, so ein bisschen. Mit dir reden wir gleich. Tür? Und wo ist der Knauf?
Wieso hat diese große Tür keinen Knauf? Ich weiß ja, wie das funktioniert, oder? Okay. Ist nicht so einfach wie der Schrank, wie es aussieht. Seerosenteich? Nun, mein letztes Bad liegt schon eine ganze Weile zurück. Das funktioniert nicht. Okay, dann halt nicht. Was sagst du denn dazu? Truhe! Hierher, Truhe! Was? Meine Güte, ich dachte, die Lehrlinge sind alle an Pfähle gefesselt. Wieso? Was ist das denn? Pflaumen, erstklassige Qualität, wirken garantiert verdauungsfördernd. Igitt! Da hat wohl jemand Verdauungsprobleme. Wie öffnet man das Tor? Man hat die Dingsbums geändert, die Handbewegungen. Es ist ein ganz neuer Zauber. Dann zeig mir den neuen Zauber. Ausgeschlossen, er ist geheim. Hä? Er ist ein Zauberer, er ist innerhalb der Mauern und er muss ja auch irgendwie wieder rauskommen. Schönes Wetter. Warte nur, bis der Unterricht in Sturmbeschwören, Regen machen und Blitzschleudern beginnt. So viel dazu. Hat anscheinend schon angefangen. Darauf läuft's also hinaus, wie? Du stehst hier den ganzen Tag rum und wirst dafür bezahlt, Pflaumen zu essen. Ja, jemand muss in den sauren Apfel, beziehungsweise die Pflaume beißen. Hä? Und jetzt die Handbewegungen. Ja, ja, meinetwegen. Lass sie einfach so wackeln. Auf diese Weise. Rinse, rinse. Oh, du hast einen Frosch beschworen. Sehr schön. Es ist fast richtig. Versuch's mal so. Auf diese Weise. Alles klar. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich lege mich ein bisschen aufs Ohr. Und das Tor? Sollst du es nicht bewachen? Auch ein Wächter braucht mal eine Pause. Bin doch kein Arbeitstier. Jeder, der das T-Wort in den Mund nimmt. Hast du die Nummer des Esels? Nein, habe ich nicht. Jeder, der das T-Wort in den Mund nimmt, kriegt erstmal einen auf die Mütze. Das finde ich doch sehr, sehr schön. Was isst du da? Pflaumen. Nur eine Kleinigkeit, damit die Kaumuskeln bis zum Mittagessen nicht aus der Übung kommen. Darf ich eine probieren, bevor ich gehe? Oft sorgen Pflaumen sogar dafür, dass man rennt. Nun, die Antwort lautet nein. Oh. Nun, wir sehen uns später. Schade. Rincewind, geh mal bitte auf Seite. Truhe, Stab, Banane. Okay, wir haben hier einen Frosch. Was, Was machen? Können wir den Frosch irgendwie mit der Banane kombinieren? Das funktioniert. Stab. Das funktioniert. Was? Federwinkels Handbuch über entdeckt Drachen aus sicherer Entfernung. Bei Misserfolg Geld zurück. Okay, Geld zurück bei Misserfolg. Okay. Jetzt funktioniert's auf einmal. Faszinierend. Wir haben einen Frosch. Was wollen wir denn mit dem... Doch, jetzt hast du das Ding wieder zugemacht. Ja, komm, mach die. Komm, raus. Ankh-Morpork, durch den Fluss Ankh geteilt, ist die älteste Stadt auf der Scheibenwelt. Eigentlich sind es zwei Städte. Das verrottete Ankh auf der einen Seite und das verpestete Morpork auf der anderen. Auch wenn die Pest sich recht demokratisch verhält und fast die gesamte Stadt bedeckt. Man sagt, dass alle Straßen nach Ankh-Morpork führen. Tatsächlich ist das falsch. In Wahrheit führen alle Straßen von Ankh-Morpork fort. Also eine sehr, sehr einladende Stadt. Platz, Palast, unsichtbare Universität. Was haben wir hier noch so hübsches? Park, die Schatten, Straße und Stadttor. Was gibt's denn Schönes beim Stadttor? Eine Wache. Sehr faszinierend. Offenbar der kommandierende Offizier. Gut zu wissen, dass die Wächter sicher aufgehoben sind.
Ja, finde ich auch. Derzeit habe ich nicht den leisesten Wunsch, mit jener Person zu reden. Okay, was ist mit denen hier? Ah, der übliche junge Mann, der ebenso unerfahren wie eifrig ist. Meine Güte, nie zuvor habe ich jemanden gesehen, der so große Ähnlichkeit mit einem Menschen aufwies, ohne einer zu sein. Das muss Nobby sein. Schönen Abend. Jetzt, Nobby, soll ich ihn verhaften? Weshalb? Vorsätzliches Herumtreiben. Paragraph 7 und Abschnitt 3 von Lauern, Schleichen und Herumtreiben ohne offensichtliches Ziel. Ach, lass nur, Karotte, mach einen Spaziergang. Wer seid ihr? Wir sind die Stadtwache. Was? Ihr beide? Wir drei. Die Stadtwache besteht aus mir selbst, dem Feldwebel, der im Augenblick ein wenig angeschlagen ist, weil er eine illegale Ladung Bier beschlagnahmt hat, und dem Jungen hier, Karotte. Es dauert nicht mehr lange, bis er Vollmitglied ist. Wundervoll. Wir sind auf Patrouille. In dieser Gegend kam es zu einigen Diebstählen. Seltsame Dinge, die plötzlich fehlen. Dieser und jener Krimskrams überall in der Stadt. Die Gegenstände sind einfach verschwunden, als hätte sie jemand verschluckt. Du weißt nicht zufällig etwas davon, oder? Was? Meine Güte, davon höre ich jetzt zum ersten Mal ganz bestimmt. Nun, wir patrouillieren jetzt zur gebrochenen Trommel. Später setzen wir den Dienstweg zur nächsten Schenke fort. Und dann gibt's da einige Weinkeller, deren Türen kontrolliert werden müssen. Ich verstehe. Was machst du hier? Auf jeden Fall nicht herumlungern. Oh, nichts. Na bitte, Nobby, er treibt sich herum. Unsinn. Wer sich nicht mit irgendwelchen wichtigen Dingen beschäftigt, ist deshalb noch lange kein Herumtreiber. Nun, es fehlt nicht viel. Das Gesetz muss genau sein. Was hat es mit dem Herumtreiben auf sich? Oh, früher gab's mal alle Arten von Gesetzen. Ach, zum Beispiel? Oh, vorsätzlicher Besuch einer Schenke, um dort zu trinken. Vorsätzliches Bestreben, sich nackt auszuziehen und anderen Leuten zuzuwinken. Was? Vorsätzlicher Besuch einer Schenke, um dort sehr viel zu trinken. Vorsätzliches Vorbeigehen an einem Stadtwächter, ohne ihm eine Zigarette anzubieten. Du hast nicht zufällig eine dabei? Nein. Tut mir leid. Na, macht nichts. Nun, so etwas hatte ich keineswegs vor. Woher sollen wir das wissen? Ich habe hier einfach nur gestanden. Wo liegt der Unterschied zwischen herumtreiben und sich um die eigenen Angelegenheiten kümmern? Nun, ein richtiger, unverbesserlicher Herumtreiber gleitet gewissermaßen übers Pflaster. Er bewegt sich, ohne dass ein einzelner Muskel zuckt. Ich verstehe. Ja, wer gleitet und sich bewegt, ohne dass ein Muskel zuckt, ist in hohem Maße verdächtig. Ich bin nicht ganz sicher, ob du das richtig verstanden hast. Ach ja, die Stadtwache, herrlich. Was macht ein Stadtwächter? Nicht viel. Heutzutage braucht man uns kaum. Diebstahl ist erlaubt, solange er den Quoten der Diebesgilde entspricht. Wie groß ist die Stadtwache? Nun, sie ist bestimmt... Ja, und mindestens... Vielleicht sogar... Ja? Nun, wir sind zu dritt. Und der Junge ist neu? Kam eines Tages aus der Wildnis zu uns, fast wie ein Held. Er war der erste Freiwillige seit Jahrzehnten. Es fällt ihm noch immer ein wenig schwer, sich bei uns einzugewöhnen. Gelegentlich neigt er dazu, die Dinge zu eng zu sehen. Vermutlich liegt's daran, dass er ein Zwerg ist. Ein Zwerg soll er sein? Er ist mindestens 1,90 groß. Damit dürfte er der größte Zwerg auf der ganzen Scheibenwelt sein. Weißt du, ich habe gelogen, als man mich nach meiner Größe fragte. Offenbar bist du ein guter Lügner. Und er kann auch gut drohend auffragen und so. Ja, das kann er, unser Karotte. Niemand kann so gut drohend auffragen wie er. Ein großer Zwerg. Keine Sorge, er wächst langsam daraus heraus. Ein drohend aufragender Zwerg von 1,90 Größe. Ja, sowas gibt's nicht überall. Hier bleibe ich nicht, habe einen sehr anstrengenden Tag hinter mir. War er aufregend? Ging's drunter und drüber? Wie? Ja, ich glaube schon. Das ist Ruhestörung. Na schön, hier sind deine Rechte. Du hast das Recht, still zu sein. Du hast das Recht, nicht still zu sein. Und bitte nicht noch einmal zu sagen. Du hast das Recht zu folgender Bemerkung. Ja, na schön, ich hab's getan. Nicht die Finger. Nein, Karotte. Was? Wir verhaften ihn nicht, Karotte. Aber Nobby, er hat doch gerade zugegeben. In diesem Fall drücken wir ein Auge zu. Ja. Also wenn auf diese Art und Weise Polizeiarbeit funktionieren würde, dann wäre das
Also ich weiß ja nicht, also ich glaube, dann würden ziemlich viele Leute ziemlich schnell in ziemlich vielen Gefängnissen sitzen. Nun, ich gehe jetzt weiter, nicht wahr? Bis dann!